Also ich finde, in erster Linie habe ich das Buchcamp und ich war auf dem ersten schon 2010, als Bookware gegründet wurde. Ich finde, das Buchcamp ist fast weniger ein Inkubator als mehr ein wirklich ein agiles Diskussionsforum, wo Leute, die bereit sind, offen zu denken, aufeinandertreffen und diskutieren. Ich hänge für mich den Anspruch gar nicht so hoch, dass die große Idee geboren werden muss, sondern hoffe eher, dass halt über die wichtigen Themen, die ich im Moment wichtig finde, gesprochen wird. Und das sind aus meiner Sicht zum Beispiel das Thema Discovery, wie finden Menschen zu den Büchern, die sie mögen. Das ist für mich die Frage nach offenen Standards. Tolino-Diskussion ist hier im Begriff und da gibt es im internationalen Bereich noch andere Bestrebungen, die auch Richtung offene Standards gehen. Und das Thema, wie können Verlage direkt Geschäft machen, ist für mich auch ein Thema, was ich mir wünsche, dass es diskutiert wird. Ich habe ja eben schon so ein bisschen aufgezählt, was mich interessiert und auf welche Themen ich hoffe und welche Themen wir auch selbst mit einbringen wollen. Und für mich ist ein Thema neue Marketing-Tools, neue Sales-Channels für Verlage. Da werden wir drüber sprechen. Ich versuche in der Session nicht nur über Bookwire zu reden, das wäre zu langweilig, sondern es geht eher darum, was wir auch im Verlauf unserer Expansion mit dem internationalen Geschäft, auf was für Tools, auf was für Channels wir stoßen und da wollen wir ein paar Denkanstöße geben, in welche Richtung man als Verlag sich öffnen sollte, könnte, um, ja, um auch digitales Geschäft oder vielleicht auch Printgeschäft ein bisschen neu zu denken. Ich glaube nicht, dass es echt, also ich ziehe es mal so auf. Ich finde, die Branche hat Schwierigkeiten mit einer modernen Form von Innovationskultur. Also die Branche ist es nicht gewohnt, sich schnell zu verändern und wir sind ja auch Teil dieses Veränderungsprozesses mit Bookwire, weil wir einfach Verlagen ja quasi helfen, den Schritt in die digitale Welt gut zu machen. Und ich glaube, es fehlt nicht an irgendwas Konkretem wie Mut oder Geld. Ich glaube, es fehlt wirklich an der Kultur, sich zu öffnen und mit jungen Firmen vielleicht etwas mutiger zu kooperieren. Also vielleicht doch ein bisschen Mut. Aber ich bin jetzt kein Freund von so Generalaussagen wie der Branche fehlt es einfach an diesem und jenem. Es ist eine komplizierte Situation für eine Branche, die sich lange Zeit nicht so sehr neu erfinden musste. Und ich glaube, dass über die Zusammenarbeit mit Startups auch eine gewisse Form von neuer Innovationskultur entsteht. Und dazu gehören natürlich so Plattformen wie Readmill, die du genannt hast. Die sind Plattformen, mit denen man sich als Verlag auseinandersetzen muss. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn ich es versuchen würde, zusammenzufassen, würde ich sagen, jede Partnerschaft braucht ein bisschen Zeit. Und erstmal würde ich versuchen, mir dieses Wort branchenfremd abzugewöhnen. Ich selbst benutze es auch noch hier und da, aber faktisch sind diese Unternehmen nicht mehr branchenfremd. Sie sind Teil der E-Book-Landschaft und insofern würde ich da gar nicht mehr unterscheiden wollen zwischen sozusagen den Guten und den Bösen, den Branchenfremden und denen, die zur Branche gehören. Ich habe einfach erlebt, es braucht seine Zeit. Nicht jedes neue Modell, was aus deren Richtung kommt, ist gleich eine Garantie, dass man damit Umsätze oder Erfolge feiert. Das heißt, auch Verlage können da eine gewisse Ruhe an den Tag legen. Andererseits ist auch nicht jeder Vorschlag eine Attacke auf das Kerngeschäft der Verlage. Also wie oft liegt die Wahrheit irgendwie in der Mitte? Und wenn ich was über die letzten 3 Jahre mitgenommen habe, dann immer die Ruhe zu bewahren in der Zusammenarbeit. Aber die Zusammenarbeit absolut konstruktiv anzugehen. Und ja, nicht sofort den Kopf in den Sand zu stecken, nur weil an irgendeiner Stelle plötzlich irgendwas nach einem No-Go aussieht.